Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Slime Rancher. So, wir sind genau an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. In der Megabugs Update müssen jetzt eine Runde pennen gehen. Ich habe noch keine einzige Schatzkugel gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob hier welche versteckt sind oder nicht. Aber so allmählich habe ich tatsächlich Zweifel dran. Aber wir gehen jetzt, wie gesagt, erstmal eine Runde pennen, denn wir kommen quasi gerade aus zwei Rennen. Das heißt, der gute Doppelschlaf und wir brauchen noch, lass mir jetzt nicht lügen, aber rund 170 Quecksilberpupus. Ich glaube 170, das dürfte es ungefähr. Ich glaube, das dürfte zutreffend sein. Mit den 170 sollten wir die 700 erreichen. Das dürfte eigentlich in dem Part passieren. Und damit sollten wir dann in der Lage sein, das neue Areal zu bekommen. Was mir nicht viel bringt, da ich ja leider keine neuen Slime-Sorten habe. Was ich echt schade finde. Ich hätte so gerne eine neue Slime-Sorte gehabt. Irgendwas. Das wäre echt phänomenal gewesen. Aber gut. So. Okay, da haben wir auf jeden Fall einen guten Schwung rausgeholt. Aus den kleinen Jungs haben wir einen guten Schwung Pupu rausgekitzelt. Das freut mich natürlich. So, jetzt hole ich hier oben das Zeug. Ah, okay. So. Damit kann man natürlich ein bisschen punkten. Ich will jetzt auf jeden Fall erst einmal die ganzen Ringe fertig holen. Also die grünen, ja hier die Ziele quasi. Damit wir so viel Zeit wie möglich erhalten. 38 Pupus haben wir ja schon mal. So. Hier nochmal ein schönes Bällchen mitnehmen. Nochmal das Ding hier mitnehmen. Und ich glaube, dann sind wir eher an der Stelle, wo ich gerne... Okay, was das Ding jetzt gerade gemacht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht ganz das, was ich gern gehabt hätte. So. Okay. 61. Und noch eine gute Minute Zeit. Und ich muss Pupu sammeln gehen. So. Bällchen. So, ich gehe oben lang, denn da sehe ich wieder Bällchen. Und wir sind, glaube ich, wieder am Engpass. Zumindest an einer Form eines Engpasses. So. Okay, die Bällchen reichen theoretisch noch. Ah, damn it, Leute. Okay, das war dieses Mal nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte. Schade. Ich glaube, in die Richtung bin ich schneller beim Ausgang. Das waren jetzt nur 87. Ach, verdammte Axt. Da habe ich mir jetzt mehr erhofft. Da habe ich mir jetzt tatsächlich mehr erhofft. Naja, was soll's. Gibt Schlimmeres. Aber wo war der Kackausgang? Ich muss schon ein bisschen zurück. Ah, ich glaube, da ist der Ausgang dann. Ja, genau. Ah, 87. Ja, das ist nicht gut. Ich habe mir mehr erhofft, Leute. Ich habe mir definitiv mehr erhofft. Okay, das Ding muss es jetzt rausreißen. Ich regeneriere nur ganz kurz ein bisschen Ausdauer. Und los geht's. Und 170 brauche ich. Das never. Ey, wie konnte ich da jetzt keinen einzigen treffen? Wie kann das sein? Also manchmal verarscht mich das Spiel doch, oder?
Okay. Hier oben versuche ich es erst gar nicht mehr, weil aus meiner Sicht komplett verschwendete Zeit. Und jetzt haben wir den Engpass. Da, wo sie alle durch müssen, quasi. Aber irgendwie ist meine Trefferquote gerade miserabel. Also richtig miserabel. Okay, jetzt der Schluss, der lief gerade ein bisschen besser. 112, aber die 170 mache ich trotzdem nicht voll, Leute. Never. Never, never, never. So. Mal ein bisschen Power mitnehmen. Nochmal ein bisschen Zeit mitnehmen. Okay, diese Zeit-Dinge, die habe ich noch nie gesehen. Diese verlangsamten Kugeln. Aber irgendwie nett. So. Okay. Ich mag es halt, wenn sie so auf einem Haufen kommen. Da rentiert sich's halt am meisten. Ja, genau so meinte ich. So. Und hier gibt's nochmal sowas. Oh, ich habe keine Kügelchen mehr. Dammit. Dammit, dammit, dammit. Das Zurücklaufen könnte mir jetzt wertvolle Punkte kosten. Wir müssen oben lang. So. Okay, da haben wir nochmal ein paar gemacht. So, hier gibt es nochmal ein paar Kügelchen. Hinter uns ist gerade keiner. 34 Sekunden. Ne, da mache ich keine 14 Stück mehr. Bezweifle ich tatsächlich. Wobei, es wäre theoretisch möglich. Mit etwas Glück wäre es wirklich möglich. So. Okay. Ey, wir haben es gemacht, Leute. Wir haben es echt gemacht. 184 Stück. Top. Und ich glaube, 170 habe ich gebraucht, oder? Ja, roundabout. Da gibt es nochmal ein bisschen Kohle. Nicht viel, leider. Aber es ist mir ehrlich gesagt auch echt Wayne. Aber Kohle haben wir wirklich mehr als genug. Und ich kriege jetzt nicht alle instant in den Rachen geschoben. So. Okay. Kommt noch ein Call von hier? Mhm. Ja, wenn ich Glück habe, kommt sie mal auf Besuch. Musst du nicht. Muss nicht. Aha. Ja, das ist eine gute Idee. Imperium aufbauen mit den Sätzen. Ich baue ein Imperium auf, damit fängt nur Gutes an. Also, definitiv. Und nur an sich zu denken ist auch super. Ne, ist auf jeden Fall. Ich denke nur an mich und baue ein Imperium auf. Damit fängt jedes gute Kapitel in einer Geschichte an. Ich glaube nicht, dass wir als Partner. Ich habe so das Gefühl, dass ich dich der nächste schrumpelig und alt und eine schwarze Kapuze und du Imperator heißt. Habe ich nur so ein Gefühl.
Mhm. Okay, sie bezahlt mich immer noch. Wenn ich jetzt damit rausgehe, sind sie weg. Bitte. Ja, dann kann ich sie auch gleich hier lassen. Dann kann ich sie auch gleich da lassen. Miserabel bezahlt. Okay, das ist die neue Erweiterung, Leute. Schauen wir sie uns mal an. Ja, groß ist sie auf jeden Fall. Schaut auch echt hübsch aus. Hat ein bisschen was von den alten Ruinen und... ja, China. China und alte Ruinen. Zwei Gehege. Drittes. 4, 5, 6. 6 Gehege, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist ganz nett. Okay, hier kann ich umdekorieren. Und hier kann ich nicht ins Haus reingehen. Wow. Aber gut, das war auch in der letzten Erweiterung ja schon so, dass man das Gebäude nicht betreten konnte. So. Vielleicht finden wir doch noch einen kleinen Schatz. Daher dachte ich, ich komme mal nach oben. Aber wenn ich ehrlich bin, schaut es nicht so aus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gleich durch das Gelände falle. Okay, da kann ich tatsächlich nicht hoch. Nö, geht nicht. Also ich glaube, hier sind echt keine Schatzdinge vergraben. Und der Springbrunnen, was hat der hier Feines? Ja, ein Springbrunnen halt. So, reine Neugierde. Gehege. Nein. Hühnerstall. Aha, die haben dann TV. Und eine Sitzecke. Und irgendwas kann ich dann einsaugen. Ja. So würde das neue Gehege aussehen. Einen brauche ich nicht, aber ich wollte es jetzt mal bauen, um es gesehen zu haben. Interessant. Ich meine, klar, Flatscreen. Muss auf jeden Fall drin sein. Ich glaube, das ist noch nicht mal Flatscreen. Es könnte sogar ein Curve-Flatscreen sein. Vielleicht ist es aber auch ein Hologramm. Ich bin mir nicht sicher. Ein Holo-TV. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und hier laufen auf jeden Fall Scham- und Kellerasseln rum. Lecker. Der Wetterbericht, das ist alles, was das Huhn von heute interessiert. Definitiv. So, meine Freunde, damit sind wir aber am Ende des heutigen Parts. Und nicht nur des heutigen Parts, sondern sind auch schon wieder mal am Ende mit Slime Rancher. Wenn das nächste Update kommt, sind wir wieder am Start, aber nichts für ungut, darauf habe ich jetzt nicht noch mehr Bock. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Woche nichts anderes gemacht, als dass dieselben zwei Rennen immer und immer wieder gemacht. Daher ja, bin ich jetzt nicht so geil drauf, das zu wiederholen. Wie gesagt, das Update war jetzt nicht so das meine. Ist ganz schön, also das Gebiet ist hübsch. Die Maps sind ganz gut gelungen, also da kann ich mich jetzt nicht beschweren, aber kann ich den füttern? Nee. Aber nichtsdestotrotz enttäuschend. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches der beiden letzten Patches enttäuschender war. Das hier oder das davor mit denselben. Nee, das hier, weil das hier keinen einzigen neuen Slime gebracht hat. Ja, es gibt den Quecksilber-Slime, aber damit kann ich nichts Anfang. Davor konnte ich wenigstens Pupu vom Säbelzahn-Slime mitnehmen und Kreuzungen davon machen. Noch nicht mal das geht jetzt. Daher finde ich es echt schade. Daher finde ich das hier fast enttäuschender. Ich meine, das ist Slime Rancher und nicht Slime Racer. Ja, so viel zu meiner Meinung dazu. Eure Meinung dazu würde mich natürlich auch interessieren. Daher einfach ab damit in die Kommentare. Wie gesagt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!